Die Essen Motorshow ist das Highlight für Tuning-Fans und Motorsportbegeisterte. Auch in diesem Jahr werden extrem mobile und sportliche Serienfahrzeuge über 340.000 Herzen zum Rasen bringen. Das lockt auch große Hersteller an, die Sportliches und Visionäres in ihrer Modellpalette haben, wie Opel. Ja, Opel ist eine Marke, die immer dorthin geht, wo ihre Kunden und ihre Fans auch sind. Und die Messe in Essen hat natürlich eine sehr, sehr lange Tradition. Sie ist verwurzelt mit dem Ruhrgebiet, Opel ist verwurzelt mit dem Ruhrgebiet. Und insofern sind wir da, wo die Menschen auch sind. Viele Menschen kommen ja hin und deswegen sind wir auch hier vor Ort. Denn Opel startet auch 2014 im Motorsport wieder voll durch. Der Rally Adam R2 feiert hier auf der Essen Motorshow Publikumspremiere. Der Adam für die Straße gilt inzwischen schon als Kultmobil und begeistert auch Germany's Next Topmodel-Gewinnerin Lovelin. Also ich muss sagen, ich finde einfach die Farbe so wunderschön. Ich habe mir den ja selbst zusammengestellt und ich saß ja noch nie hinterm Steuer selber. Und ich freue mich voll. Ich muss jetzt echt reinhauen mit dem Führerschein, damit ich den fahren kann, weil das ist einfach wunderschön. Motorsport-Feeling für die Straße bieten der Astra GTC und Corsa OPC Nürburgring Edition im charakteristischen Motorsportgewand. Ein weiteres Highlight auf dem Opel-Stand ist der visionäre Opel Monza Concept. Sportlich, effizient und rundum vernetzt ist er das Abbild der nächsten Generation von Opel-Modellen. Ja, bei Opel tut sich sehr viel. Die Marke ist im Aufschwung. Wir haben sehr, sehr viele positive Resonanz zu unserem Markenimage. Natürlich getrieben einerseits durch unsere Engagements im Fußballbereich mit unserem Markenbotschafter Jürgen Klopp. Aber auch beim Thema Motorsport und Entertainment sind wir dabei, die Marke sehr, sehr positiv und sympathisch zu aktivieren. Wie hoch vernetzt und sportlich Opel in die Zukunft fährt, zeigt der Hersteller mit vielen neuen Serienfahrzeugen. Aus der Insignia-Familie stehen für die Besucher die Hochleistungsversion Insignia OPC und der Abenteurer Insignia Country Tourer bereit.